Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, das hier ist mein Gast morgen Abend. Das ist der Box-Weltmeister Sven Ottke. 34 Profikämpfe hat er hinter sich und 34 Mal hat er gewonnen. Morgen mein Gast Sven Ottke um 23 Uhr, also morgen heißt eigentlich jetzt heute am Samstag, 23.30 Uhr WDR Fernsehen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio in einer so warmen, so heißen, tropischen Sommernacht. Was meint ihr, wie warm das hier bei mir im Studio ist? Ich schätze mal so knapp 30 Grad. Also, schön, dass ihr da seid. Zurück vielleicht aus dem Biergarten oder von wo auch immer. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ran an die Telefone 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Erster Anrufer ist Jessica. Jessica ist 32 Jahre alt. Hallo Jessica. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Um was geht's bei dir? Mein Thema hätte eigentlich gut zur letzten Woche gepasst, und zwar, wie sage ich es meinem Kinder. Mhm. Und zwar, mein Sohn ist 12, ich bin verheiratet und mein Sohn denkt, mein Ehemann ist sein leiblicher Vater. Was aber nicht stimmt. Nein, das stimmt nicht. Mhm. Ich traue mich aber nicht, ihm zu sagen, dass er nicht der leibliche Vater ist. An sich wäre es kein Problem, aber sein leiblicher Vater ist leider Gottes ein Kinderschänder. Ist ein Kinderschänder? Ja. Was heißt Kinderschänder? Ist er verurteilt? Zweimal verurteilt worden, also richtig vor Gericht und so. Mhm. Er hat einmal zwei Mädchen mit einer Waffe bedroht. Mhm. Das wurde wohl abgewehrt, Gott sei Dank, vom Passanten. Und einmal hat er ein türkisches Mädchen überfallen im Keller und hat regelrechte sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen. Mhm. Wie war damals dein Verhältnis zu diesem Mann? Ja, ich war mit ihm verheiratet. Du warst mit ihm verheiratet sogar? Ja, und ich habe nichts gewusst, ich habe nichts geahnt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie lange warst du mit ihm verheiratet? 3 Monate. Ach so, das war nicht lang. Nein, ich habe verheiratet, da war ich schon hochschwanger, eigentlich allein deshalb. Wie lange kanntet ihr euch insgesamt? 2 Jahre. 2 Jahre. Und du hast von diesen Sachen gar nichts geahnt? Dass Nein, überhaupt nicht. Und das ist dann auch später passiert, nach eurer Verbindung? Nein, also das mit den 2 Mädchen, das muss wohl schon vorher gewesen sein, bevor ich ihn überhaupt gekannt habe. Ach so. Und das mit dem türkischen Mädchen ist nur passiert, als ich im Krankenhaus schon schwanger lag. Also ich hatte da Probleme, lag im Krankenhaus und da ist er wohl losgezogen. Und wann hast du das dann schließlich erfahren, was mit ihm los ist? Ich habe es nicht ausgehalten mehr mit ihm, weil er Alkohol getrunken hat und so. Und bin 2 Wochen, nachdem ich mit dem Kleinen aus der Klinik kam, bin ich ausgezogen zu meinen Eltern. Ja. Und brauchte da noch Sachen und wir sind dann in die Wohnung, also mein Vater und ich, wir sind in die Wohnung, als er nicht da war. Und ich habe dann noch nach meinen Papieren gewühlt und wir haben durch dummen Zufall ein Schriftstück gefunden von einem Gericht mit einem Aktenzeichen, was uns komisch vorkam. Und über einen befreundeten Anwalt haben wir uns Unterlagen kommen lassen und dann haben wir das erfahren. Ich verstehe. Insgesamt, wie lange war er im Knast schon wegen Kindesmissbrauch? Das ist ja der Witz, obwohl er es 2-mal gemacht hat, er ist jedes Mal auf Bewährung rausgekommen, hat Geldstrafen wohl gezahlt und da war die Sache erledigt. Hat er sich, du hast dich dann von dem Typ getrennt? Ja. Hast du ihm das gesagt, dass du das rausbekommen hast? Was ja, aber selbstverständlich, denn ich habe ja im Prinzip die Ehe annullieren lassen. Mhm. Und ich frage es nochmal, während der Zeit, ich meine 2 Jahre ist ja immerhin auch eine Dauer, war der nett, war der okay? Sagen wir mal so, er hatte einen kleinen Sauberkeitstick, was mich nicht so gestört hat, was eigentlich mehr war, er hat eben ziemlich viel Alkohol getrunken, aber ansonsten, also jetzt sexuell oder sonst irgendwie, ich habe nichts gemerkt. Ja. Das heißt, eure Sexualität war auch durchaus normal. Ja, war normal. Ja, ja. Wie hat er darauf dann reagiert, nachdem du das rausbekommen hast und du gesagt hast, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben?
Hat er versucht, sich irgendwie rauszureden? War er aggressiv? Oder? Er war sehr aggressiv. Er hat dann auch, also meine Eltern haben ein Geschäft an der Schaufensterscheibe, die noch fast eingeschlagen und so. Und ich war dann so fix und fertig. Wie gesagt, es war kurz nach einer schweren Geburt, Kaiserschnitt und so. Mhm. Und ich habe dann gar nicht mehr, also wir haben nur noch über Anwälte verkehrt und alles, was sonst zu regeln war, haben dann meine Eltern in die Hand genommen. Hat er die Vaterschaft anerkannt? Ja, natürlich. Das natürlich. Hat er sich um das Kind gekümmert? Überhaupt nicht. Was dir ja er recht. Wollte, er hat auch keinen Unterhalt gezahlt. Und was aber sicher in deinem Sinne war, ne? Dass du aber selbstverständlich. Natürlich, ja. Ich habe dann von Sozialhilfe geliebt, aber ich wollte von ihm, ich wollte nicht. Mhm. Also er hat es auch nie irgendwie eingeklagt, dass er Besuchsrecht bekommt bei dem Kind oder dass er mit dem Kind irgendwas machen will, gar nichts. Er hat sich dann auch nicht... er hat ein paar Mal, also er hat Telefonterror dann noch gemacht, als ich dann wieder eine eigene Wohnung hatte und bis ich mir eine Geheimnummer habe geben lassen, aber ansonsten nein. Weiß dein jetziger Partner von der Geschichte? Ja. Der weiß das. Mhm. Der weiß. Also der Vater meines Sohnes ist ein Kinderschänder. Ja. Wie sage ich es meinem Sohn? Sage ich es überhaupt meinem Sohn? Ja, das ganze Problem, wie gesagt, ich muss irgendwann, muss er halt mal erfahren, dass mein Mann nicht sein leiblicher Vater ist. Das Problem ist nur, wenn er dann seinen leiblichen Vater kennenlernen möchte, ich möchte das nicht, aber dann müsste ich ihm ja irgendwie einen Grund sagen. Schwierige Situation. Ja. Sehr schwierig. 12 Jahre ist er alt. Und es wird irgendwann halt mal jetzt Zeit, also überhaupt, dass man ihm das sagt. Mhm. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn man es ihm jetzt sagt, dass der Vater, was man ja tun könnte, wobei er ja im Moment davon ausgeht, dass dein jetziger Mann sein Vater ist. Ja. Und die beiden haben ein gutes Verhältnis miteinander. Ja, also ganz super. Ich bin so froh, dass das... Aber in dem Moment, wenn du es ihm jetzt sagst, besteht ja wirklich dann die Gefahr, dass er sagt, ich will meinen Papa mal kennenlernen. Ja, freilich, vor allen Dingen, weil er jetzt in die Pubertät kommt. Niemand will natürlich diesem Papa diesen Jungen geben, ne? Diesen Jungen geben. Nee, keinesfalls. Es soll ihn auch gar nicht irgendwie. Das ist das große Problem an der Sache. Ich weiß nicht, wie ich ihm dann davon abbringen soll, falls er wirklich sagt, ich will meinen leiblichen Vater kennenlernen. Schwierig, sehr schwierig. Ich kann ihm mit 12 sowas dann nicht sagen. Nein. Ich bin ja auch eigentlich immer so der Auffassung, dass man Kindern so sagen muss, wer sie kommen und woher die Wurzeln sind und so weiter. Aber in diesem Fall ist es sehr kompliziert. Ja. Und man darf jetzt nicht leichtfertig einfach nur aus plumper Wahrheitsliebe heraus da losreden. Ich sag jetzt mal so, was mir so spontan einfällt. Vielleicht ist es auch gar nicht so ganz richtig, aber ich sag's mal so. Es ist dann auch erstmal nur so meine Meinung. Vielleicht wäre es in diesem Fall durchaus zu rechtfertigen, das noch viele Jahre hinzuziehen. Es ihm zu sagen, dass dein Mann nicht sein Vater ist. Das heißt, bis der Junge fast erwachsen ist. Ja. Dann kann man ihm ja viel besser erklären, was da los ist. Und ja, vor allen Dingen ist er nicht mehr Kind und ist nicht gefährdet, wenn er dann zu diesem Mann kommt. Weil er, wenn er jetzt zu diesem, du kannst ihn in diesem Alter kannst du ihm das ja nicht wirklich erklären, was da passiert ist. Das ist ja unmöglich. Das kannst du ihm aber erklären, wenn er 18 ist. Dann kann man es erklären. Ja, das Problem ist nur, wenn er irgendwie mal mitkriegt von irgendjemandem, also wenn sich mal jemand verplappert, es gibt ja nun viele auch aus meiner Familie, die ist groß und so, wenn sich mal jemand verplappert und er kriegt wirklich mit, dass... Achso, das heißt, aus der Familie wissen das schon viele? Ja, natürlich, ja klar. Und Freunde von mir wissen es halt auch. Mhm. Also Mensch, ich rede eben über sowas, weil es muss raus. Mhm. Ich überlege gerade, ich habe gerade noch eine Idee. Und wenn man ihn so allmählich dahin führen würde, dass vielleicht jetzt bald der Zeitpunkt gekommen ist, das zu sagen, dass dein Mann nicht der leibliche Vater ist. Das aber quasi eine Notlüge für ein paar Jahre herhalten muss. Nämlich, dass du sagst, es war eine einmalige Sache für eine Nacht damals und du weißt nicht mehr, wo der Mann ist. Hm. Ich sag's jetzt mal erstmal so. Hm. Vielleicht ist aber er hat auch früher anders geheißen. Er ist ja im Prinzip, mein Sohn ist ja ehelich geboren. Mhm. Und die ganze Namensänderung und so weiter, das kam ja dann alles erst später. Und ich weiß nicht, inwiefern das jetzt sich auf, wenn er zum Beispiel dann einen Ausweis beantragen muss und so. Und der Geburtsname ist anders. Es steht ja noch ganz anders in seiner Geburtsurkunde. Ach so. Ja, das sind eben Sachen, die wollen überlegt sein. Mhm.
Aber das heißt, im Moment trägt er deinen Namen. Ja, unseren allen. Also mein Mann, der ist sogar so nett, der hat gerade deswegen sogar meinen Namen angenommen. Mhm. Ich habe meinen Geburtsnamen wieder angenommen und mein Sohn aufgrund dieser ganzen Sache, was das Jugendamt ja nun auch weiß. Bestünde eigentlich die Möglichkeit, dass dein jetziger Mann den Jungen adoptiert? Wir sind dabei, ja. Ihr seid dabei sogar? Ja. Mhm. Was natürlich auch. Das ist schon beantragt. Also, das dürfte auch ohne Probleme durchgehen. Mm-hmm. Also, so von der Intuition her, da habe ich so das Gefühl, vorsichtig daran gehen. Wenn nicht warten, auf jeden Fall dann das vorsichtig einfädeln, das Ganze. Auf keinen Fall mit der ganzen Wahrheit kommen. Ja. Das geht auf keinen Fall. Die Begründung hast du gerade zu Recht formuliert und richtig formuliert. Das geht jetzt noch nicht. Nein, er ist noch zu jung. Vielleicht wäre wirklich der Schritt nicht schlecht, ihm erstmal zu sagen, ich meine, das ist ja schon wahrscheinlich ein Hammer genug für ihn, wenn er erfährt, dass dein Mann nicht sein Vater ist. Ja, ne? Das denke ich auch. Das ist schon ein Hammer genug. Hm. So. Und den nächsten Wahrheitsschritt, der nächste Hammer ist, dass man ihm das erst zumute, wenn er wirklich fast erwachsen ist. Das ist aber so ein heikles und so kompliziertes Thema, dass dann meine Meinung und meine unfachmännische Meinung jetzt gar nicht nur so zählen soll. Ich bitte sehr darum, dass du mit meiner Psychologin jetzt noch ausführlich sprichst. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Dann hast du noch eine ganz andere Meinung, vielleicht auch noch, dass noch andere Aspekte dazukommen. Ja. Ich finde aber den Fall auch kompliziert, finde aber auch richtig, dass du und dass ihr euch jetzt schon Gedanken macht, wie das zu regeln ist. Was auf keinen Fall passieren darf, das möchte ich unbedingt noch sagen, ist, was du gerade erwähnt hast, dass das irgendwie so an ihn heransickert. Ja. Von außen, von irgendwelchen Leuten. Genau. Das darf auf keinen Fall passieren. Mhm. Und wenn, vielleicht könntest du, meine Psychologin kann dir ja gleich auch nochmal einen Rat geben, vielleicht könntest du auch für diese Problematik, die ja nun wirklich kompliziert ist, vorab mal alleine mit deinem Partner eine Beratungsstelle oder einen Kinderpsychologen aufsuchen. Und das mit dem auch nochmal besprechen, wie man das am klügsten macht. Am schonendsten für den Jungen macht. Aber dass man jetzt was machen muss, sehe ich auch ein. Das darf man nicht dem Zufall überlassen. Weil dann ist das Vertrauen auch kaputt zwischen dir und deinem Sohn, wenn er das von irgendjemandem mal erfährt. Ja, das ist das Schlimmste, denke ich. Ja. Nur er darf eben wirklich nicht seinen leiblichen Vater kennenlernen oder so. Das sehe ich auch so. Das vielleicht dann auch noch ausnutzen. Genau. Jessica, leg du bitte auf und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich an und dann könnt ihr noch mehr Einzelheiten und das Ganze noch differenzierter besprechen. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Dankeschön. Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben heute die letzte Nachtsendung vor der Sommerpause. Morgen haben wir nochmal Promi-Talk. Morgen ist mein Gast, der Boxweltmeister Sven Ottke, um 23.30 Uhr Samstagabend im WDR Fernsehen, ist Sven Ottke mein Gast. Und wenn ihr euch mit Sven Ottke unterhalten wollt, über Boxen, über sein Leben, über seinen Abschied vielleicht, ist ja zurückgetreten im Jahr 2004 nach einem Kampf in Magdeburg, dann meldet euch bei uns an unter domian@wdr.de und vielleicht rufen wir euch dann morgen während der Sendung zurück und ihr könnt mit Sven Ottke persönlich live im Fernsehen und im Radio telefonieren. Sven Ottke, morgen mein Gast. Jetzt ist mein Gast akustisch die Jacqueline. Und Jacqueline ist 19 Jahre alt. Hallo Jacqueline. Hallo Domian. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Also ich habe eigentlich gestern angerufen zu dem Thema nah am Tod. Ja. Und habe da auch vorher mit jemandem gesprochen und die haben mir halt gesagt, sie würden mich zurückrufen. Und es war aber dann keine Zeit mehr und deswegen wurde ich dann heute von euch angerufen. Na, umso besser, jetzt haben wir uns. Genau, bin ich auch sehr froh drum. Warum hast du zu dem Thema gestern angerufen? Ich bin letztes Jahr im Mai vergewaltigt worden. Mhm. 2004 im Mai. Genau. Mhm. Also ich habe abends mit meiner Schwester telefoniert und habe halt Streit mit ihr gehabt und bin dann halt auch raus, um mich abzureagieren. Und hatte halt eine Knieverletzung am rechten Knie und war auch mit Krücken unterwegs. Mhm. Und bin dann halt bei uns im Dorf, so in die Weinberge und... In die Weinberge, genau. Mhm. Und hab halt da bin ich früher immer mit meinem Hund spazieren gegangen und hab halt mich da abreagieren wollen und das alles nochmal so überdenken und
es ist dann so allmählich dunkel geworden und ich wollte dann auch eigentlich relativ schnell wieder nach Hause. Und ja, bin dann da an so einem kleinen Waldstück vorbeigegangen, wo ich dann von einem von den Typen niedergeschlagen wurde. Also es waren mehrere? Es waren zwei. Es waren zwei, die du nicht kanntest? Die ich nicht kannte, nein. Es waren wildfremde Männer, es waren zwei wildfremde Männer, die du da in der Abenddämmerung im Weinberg in der Nähe eines Waldstückes getroffen hast? Ich habe die nicht getroffen, also der eine kam von hinten und hat mich dann halt niedergeschlagen. Achso, die haben dir aufgelauert. Mhm. Der eine hat dich niedergeschlagen, was war dann? Ja, ich war dann also bewusstlos und die haben mich dann halt in dieses Waldstück da reingezogen. Mhm. Und haben mich also an beiden Händen gefesselt mit einem Seil und haben mich dann an einem Baum festgebunden. Mein Gott. Da warst du warst bewusstlos währenddessen noch? Ich war noch bewusstlos. Also ich bin erst wieder zu mir gekommen, als ich schon an den Baum gefesselt war. Was ist dann passiert? Ja, was ist dann passiert? Also mir wurde dann ein Messer an den Hals gehalten und mir x wie oft gesagt, dass ich das Maul halten soll und dass ich also ja ruhig sein soll. Und einer von den beiden hat dann auch öfters mal gesagt, er würde mich sonst abstechen. Mhm. Tja, einer hat halt immer am Kopf bei mir gesessen, mit dem Messer dann am Hals. Mhm. Und der andere, der hat mich dann halt vergewaltigt. Mhm. Und dann umgekehrt nochmal? Ja. Mhm. Mhm. Und da fühlt man sich nah am Tod? Ich habe mich am Anfang eigentlich noch relativ versucht zu wehren, also soweit mir das halt möglich war. Aber du warst festgebunden, du hattest ein Messer am Hals, was will man da machen? Kann man gar nichts machen. Ja, ich habe mich am Anfang halt wirklich mal versucht, mit den Füßen zu wehren. Also ich habe auch zugetreten und hatte da auch relativ wenig Erfolg und habe also auch beide Handgelenke verbrannt gehabt von dem Seil, weil ich dann natürlich versucht habe, rauszukommen. Und das Ganze ging halt über mehrere Stunden. Also ich bin auch morgens erst um 6 Uhr nach Hause gekommen. Und du bist in der Dämmerung losgegangen? Ich bin losgegangen, als es noch hell war, ja. Wie hast du dich befreit? Du warst ja nur mit den Händen gefesselt. Die haben mich dann, bevor die abgehauen sind, haben die mich halt losgemacht und haben mich halt einfach da liegen lassen. Und das, ja, wie so ein Stück Abfall. Ne? Das heißt, ist es nicht übertrieben zu sagen, dass du die ganze Nacht über vergewaltigt worden bist? Ich weiß nicht, ich habe danach noch einige Zeit da gelegen und habe halt auch noch versucht, so einigermaßen wieder zu mir zu kommen. Mhm. Und also ich bin nicht direkt danach aufgestanden und weggegangen oder so. Also da war für mich auch gar nicht möglich, aber... Als du dann aufgestanden bist und weggegangen bist, wahrscheinlich haben sich schon Leute Sorgen gemacht, dass du die ganze Nacht nicht aufgetaucht bist? Oder hat das ich wohne alleine. Du wohnst alleine, ist keinem aufgefallen. Nein. Bist du dann sofort zur Polizei gegangen oder was hast du gemacht? Nein, ich habe, ich bin dann nach Hause und wie man sich das halt so vorstellen kann, also... Nee, das kann man sich nicht vorstellen. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich glaube, es ist der Horror schlechthin. Ja, aber ich bin dann halt irgendwie nach Hause gekommen. Also ich hatte wahnsinnige Schmerzen und habe bestimmt erstmal so eine gute Stunde oder so geduscht. Und da war ja das Verkehrteste, was ich eigentlich von vornherein gemacht habe. Ich habe meine Sachen auch verbrannt. Das sind die Spuren. Alle Spuren sind beseitigt worden. Ja, ich habe mich dann auch mehr oder weniger dann zu Hause eingesperrt und ich habe in der letzten Ecke in meiner Wohnung gesessen und habe das erstmal, ich habe das versucht irgendwie so zu realisieren. Ja, oder? Wobei ich glaube, dass das so ein Schockmoment ist, dass man gar nicht handeln kann. So könnte ich mir das vorstellen, dass man wie gelähmt da sitzt und vor sich hin starrt vielleicht. Und wann hast du die Polizei informiert? Ich bin dann am Anfang erstmal weggefahren
um auch von meinen Leuten, also meiner Familie und so was, ein bisschen Abstand zu haben, weil ich extreme Angst davor hatte, denen das zu sagen. Was heißt weggefahren? An dem gleichen Tag noch oder in den nächsten Tagen? Nein, ich bin erst nach 4 Tagen, 3 oder 4 Tagen, danach bin ich erst weggefahren. Also, lass mal nochmal nacheinander fragen. Wer war der erste Mensch, dem du es gesagt hast? Wer war der Erste? Psychologe war der Erste. Ein Psychologe. Und wie viel Zeit war da vergangen seit der Tat? 5 Monate. 5 Monate. War das ein Psychologe, den du in deiner Not aufgesucht hast? Ich habe den eigentlich eher von einer Freundin empfohlen bekommen, weil die ja auch mit der Zeit dann gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt und die also auch vergewaltigt wurde und auch bei dem Psychologen dann war und der hat halt, also sie hat halt gesagt, er wäre halt ziemlich gut und das Ganze ist im Mai voriges Jahr, 2004 passiert. Hast du inzwischen diese Männer angezeigt? Ich bin mit meiner besten Freundin dann im September dann zur Kripo gegangen und ja, wie man das dann halt so macht, so von wegen eine Freundin und die hat das und das erlebt und traut sich aber nicht selber hier hinzukommen und wobei ich sagen muss, ich glaube nicht, dass die Beamte mir das wirklich geglaubt hat. Aha, aber du hast Anzeige gegen Unbekannt gestellt? Die sagte mir, dass es halt eine Anzeige gegen Unbekannt wäre, dass es aber keine Aussicht auf Erfolg hätte, weil ich die zwei gar nicht richtig gesehen habe. Das heißt, du kannst die gar nicht richtig beschreiben, diese Männer? Nein, aber ich könnte sie eventuell dann an der Stimme wiedererkennen. Das heißt im Klartext, du hast das gemacht, du bist zur Polizei gegangen, aber bis heute, jetzt haben wir Sommer 2005, ist noch nichts dabei rumgekommen. Nee, also die bei der Kripo, die haben mir so eigentlich so die ganze Hoffnung genommen. Also die haben halt gesagt, dass x wie viele Verhöre auf meine Freundin dann halt zukommen würden und ja, dass es halt wenig Sinn hätte, weil es keine genaue Täterbeschreibung gibt. Und du warst einmal bei der Polizei oder mehrmals? Ich war mehrmals da. Und jetzt läuft das Ganze so oder man wartet darauf, dass wieder irgendwas passiert und dann wird man vielleicht sich fragen und aber so richtig in Gang kommt da nichts. Nee. Wie geht es dir jetzt nach gut einem Jahr, nachdem das Martyrium hinter dir liegt? Ich habe also im Januar diesen Jahres also den totalen Zusammenbruch gehabt und bin also wirklich nicht mehr damit klargekommen. Ich habe das so letztes Jahr, bis Ende letzten Jahres, habe ich das eigentlich mehr oder weniger verdrängt. Und bin dann im Januar, also habe mich selber eingewiesen in die Psychiatrie. Weil ich bin am 21. in die Psychiatrie und habe das Wochenende vorher einen Suizidversuch unternommen mit Tabletten. Habe zu dem Zeitpunkt dann auch schon nicht mehr geschlafen, weil ich wirklich Angst vorm Schlafen hatte oder auch noch habe. Bist du denn im Moment auch in einer der Therapie oder nichts im Moment? Ja, eigentlich schon, aber es ist halt so, dass da gibt es halt eine Therapie, die nennt sich EMDR, wo man dann halt so langsam lernt, so darüber zu sprechen und sich halt mit der ganzen Situation und mit der Nacht dann halt auseinanderzusetzen. Und ich dieses Angebot von meinem Psychologen bekommen habe. Ja. Und aber dann auch sofort einen Rückzieher gemacht habe, weil ich also wirklich Angst davor habe, vor den ganzen Gefühlen, die da wieder hochkommen und auch die ganzen Erinnerungen. Ich finde das so dramatisch, was du erzählt hast. Das ist so unglaublich dramatisch, dass wirklich, wie ich es vorhin auch schon sagte, ich glaube gar kein Mensch, der so etwas nicht erfahren hat, auch nur ansatzweise erahnen kann, was da in dir passiert ist. Ich möchte gerne, dass du eine
sehr solide, fachkundige Beratung noch bekommst von uns hier, die ich dir nicht leisten kann, weil ich kein Psychologe bin. Und das muss wirklich jetzt ein fachkundiger Mensch machen. Ich möchte, dass du jetzt sofort mit meiner Psychologin, mit der Magdalena, sprichst. Und auch diese Sachen mit den Therapieformen da mal besprichst und deine Ängste und so weiter. Ja, wollen wir das so machen? Ja. Dann würde ich dich bitten, aufzulegen, und wir rufen dich gleich nochmal an. Und ich finde es gut, dass du so offen darüber erzählt hast. Denn ich kann mir vorstellen, dass das auch schon sehr schwierig ist und dass einem das schon eine große Überwindung kostet. Und dass du auch immer wieder versuchst, dir selbst Hilfe zu holen. Das finde ich schon alles sehr gut, und das zeigt auch, dass du den Willen hast, dass du dir selbst hilfst und dass andere dir helfen, dass du die Bereitschaft hast. Jacqueline, du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an, okay? Alles gut. Ich wünsche alles Liebe und alles Gute. Danke, gleichfalls. Dankeschön, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Christina ist hier. Christina ist 18. Hallo, Christina. Hallo. Hallo, Christina. Weswegen hast du angerufen? Und zwar habe ich, seit ich 12 bin, eine Essstörung. Jetzt bin ich 18. Ja. Und ich war schon in 2 Kliniken und ich komme wieder überhaupt nicht klar irgendwie. Das ist ja eine irre lange Zeit. Und eine Essstörung mit 12 schon zu bekommen, ist sehr früh. Was heißt Essstörung mit 12? Was war das? Wie fing das an? Ja, so mit 12 bin ich fast vergewaltigt worden, und dann habe ich erst enorm viel zugenommen. Mhm. Und dann mit 14 oder so habe ich halt mit Bulimie angefangen, und dann habe ich es irgendwie wieder sein lassen, und dann mit 16 bin ich richtig reingerutscht. Was heißt das? Also ich habe mich irgendwann auf 29 runtergehungert. Auf 29 Kilo? Ja, und bin dann halt in die Psychiatrie gekommen. Wie groß bist du? Als Notaufnahme. Ja, wie groß bist du? 1,60. Ja. Und lag dann halt 5 Wochen am Herzmonitor und so. Ja. Und dann habe ich ungefähr 16 Kilo drauf gehabt wieder. Mhm. Bin entlassen worden. Mhm. Und dann hat alles wieder angefangen. Bist du denn einfach nur so entlassen worden, oder bist du entlassen worden plus ambulanter Therapie? Ja, schon ambulante Therapie, aber ich habe halt direkt wieder mit der Ausbildung weitergemacht. Mhm. Und hab dann die Termine nicht mehr richtig wahrgenommen, und ich kam mit dem Therapeuten nicht wirklich zurecht. Und ja. Dann ist jetzt, das alles ein bisschen geschlendert. Jetzt machen wir mal einen Sprung nach heute, in die Jetztzeit. Du bist jetzt 18 Jahre alt. Ja. Erstmal so zu den äußeren Daten. Wie schwer bist du im Moment? 38 Kilo ungefähr. 38 Kilo. Erbrichst du auch zur Zeit? Ja, leider. Wie oft erbrichst du? Es kommt drauf an, wie der Tag war oder wie es mir geht. Bist du im Moment immer noch in der Ausbildung, oder ist die auch abgeschlossen? Abgebrochen. Abgebrochen. Arbeitest du denn irgendwas im Moment? Im Moment leider überhaupt nicht. Mhm. Was hast du gelernt? Köchin. Köchin? Ja. Das ist ja absurd. Oder, ja. Oder vielleicht gerade gut. Oder war das für dich sehr, sehr zusätzlich belastend, dass du essgestört bist und dann auch noch Köchin bist, wo man auch immer probieren muss und ständig konfrontiert ist mit Essen? Ja, also ich habe halt später auf der Arbeit gar nichts mehr gegessen irgendwie. Mhm. Und der Druck ist halt auch ziemlich groß in der Gastronomie irgendwie. Ja, das glaube ich, ja. Mhm. Und ja, ich musste halt beide Lehren abbrechen. Wie kam denn überhaupt die Entscheidung? Das finde ich schon kurios. Wenn man essgestört ist, zu sagen, ich will Koch oder Köchin werden. Wie kam Weil das schon immer mein Traumberuf war, seit ich Kleinkind bin. Aber da muss man ja auch immer wieder mal abschmecken und selbst das probieren. Und ich kann mir vorstellen, wenn man essgestört ist, dass man das gar nicht gerne tut und das auch gar nicht gerne runterschluckt. Doch, das war kein Problem. Ich habe dann halt immer gedacht, ja, jetzt habe ich ja schon was gegessen, nur das bisschen abschmecken reicht ja nicht. Ach so. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, ja, das hat jetzt als volle Mahlzeit gereicht. Ich verstehe. Mhm. Und habe halt so gesehen, so gut wie gar nichts gegessen am Ende. Hast du denn was du abgeschmeckt hast, hast du das bei dir behalten, oder hast du das ja, auch... Ja, das schon. Das hast du nicht erbrochen. Mhm. So, jetzt hängst du zu Hause ab, das heißt, du hast keinen Job im Moment. Und bist beschäftigt, sage ich jetzt mal, ich meine das nicht böse, sondern beschäftigt mit deiner Essstörung den ganzen Tag. Ja, leider. Das heißt, das ganze Denken den ganzen Tag dreht sich darum, esse ich was, wann esse ich was, wie erbreche ich es wieder, wie besorge ich mir was und so weiter. Nein, ich bin ja eigentlich am Rauskommen, so halbwegs aus der Essstörung, und ich habe jetzt, also es lief
die letzten 2 Wochen relativ gut. Wie viel Mal hast du in den letzten 2 Wochen erbrochen? Also jetzt hatte ich halt einen ziemlichen Rückfall, weil ich sollte eine Ausbildung wieder kriegen und das hat jetzt doch nicht geklappt und das hat mich halt wieder ziemlich zurückgeschmissen. Mhm. Und jetzt hatte ich heute einen totalen Zusammenbruch und habe heute eigentlich nur alles, was ich gegessen habe, habe ich direkt wieder erbrochen. So also kann man sagen, dass das heute ein Erbrechenstag war für dich? Ja. Wobei es die letzten 2 Wochen fast gut gegangen ist? Ja. Und ganz, oder so, ist es sogar ganz, hast du gar nicht erbrochen die letzten 2 Wochen? Ja, so gut wie überhaupt nicht. Mhm. Und jetzt ist alles wieder, das heißt, da kommt irgendwie von außen kommt ein Tiefschlag, da hat was nicht geklappt mit der Ausbildung und schon setzt sich das dann um und es gibt einen Rückfall. Genau. Mhm. Und so ist das immer ein Teufelskreis, ne? Ja, immer wenn es gerade wieder bergauf geht, kommt irgendwas und fängt wieder von vorne an. Wie hast du dich in die letzten, ich meine, das ist schon eine gute Zeit, wenn man essgestört ist oder so schwer essgestört ist wie du und wenn man das 2 Wochen durchhält, ist das schon? Ja, ich habe ja hauptsächlich Magersucht eigentlich. Magersucht. Also, hast du denn in den letzten 2 Wochen zumindest ein bisschen was zu dir genommen? Ja, das schon. Also nur, also ich war ja zum 2. Mal dann in der Klinik. Mhm. Und dann ging es erst gut und dann habe ich wieder angefangen, immer weniger zu essen und immer mehr wieder Kalorien zu zählen. Mhm. Und das heißt, du hast nicht viel zu dir genommen in den letzten 2 Wochen? Ja, hauptsächlich Obst und Gemüse. Na, immerhin etwas. Immerhin etwas. Ja, aber jetzt weiß ich nicht. Jetzt ist alles durcheinander. Das heißt, bei dir ist es eine Mischung zwischen Bulimie, also Erbrechen, Brechsucht und Magersucht. Sprich, man, genau. Du isst gar nichts mehr. Mhm. Doch, halt nur Obst und Gemüse. Oder sehr wenig dann halt, ja. Ja. Sehr reduziert. Mhm. 2-mal in der Klinik, 2-mal hat es nichts genutzt. Und er ist 18 Jahre alt und schon seit 6 Jahren erkrankt an dieser schlimmen Erkrankung. Was ist dein von deinem Gewicht her, was würdest du gerne wiegen? Was würdest du sagen, dann wäre es wohl gut, dann wäre ich wohl gesund? Also von meinem Therapeuten aus muss ich mindestens 44, um einen halbwegs normalen BMI zu haben. Was ist BMI? Body Mass Index. Halt das, was der Körper braucht. Hast du jetzt zu dem Therapeuten, wo du bist, hast du da ein gutes Gefühl? Ja. Das schon. Dann kann ich dich eigentlich nur ermuntern, ermutigen, Christina, einfach weiterzumachen. Und auch diese Rückfälle, ich meine, du hast es ja nun schon herbe abbekommen in deinen jungen Jahren, diese Rückfälle einfach zu akzeptieren, die gehören dazu. Aber was du auf keinen Fall machen darfst, ist, wenn ein Rückfall passiert ist, so wie heute, dich dann hinzusetzen und zu sagen, ich kann nicht mehr. Denn dann ist es dein Todesurteil. Dann gehst du kaputt daran. Das weißt aber du. Aber genau an dem Punkt bin ich jetzt. Ja, ich weiß. Ich habe keine Lust mehr. Mhm, ich weiß. Es ist aber heute besonders schlimm, weil es heute passiert ist. Ja, aber ich will endlich wieder wie ein normaler Mensch essen. Ich habe hab Angst vorm Apfel teilweise. Und Wäre denn ein nochmaliger Aufenthalt in einer Klinik was für dich vielleicht? Ja, das ist eine Überlegung. Also meine Mutter und mein Therapeut sind mit mir da auch schon drüber am Reden, aber ich habe nicht wirklich die Lust noch. Vor allem, ich will endlich meine Ausbildung durchziehen und ich will endlich Fuß fassen. Christina, aber wenn das nochmal das wäre, was du in die Waagschale werfen sollst, dann mach das nochmal. Wenn es dadurch gelänge, dass du stabiler würdest, um dann deine Ausbildung zu machen, wäre es gut, nochmal in eine Klinik zu gehen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass du es alleine nicht schaffst und dass es so nicht funktioniert, wenn du jetzt wieder so einen Rückfall hast. Das heißt, nochmal aufrappeln, wie ein Stehaufmännchen. Und zu sagen, okay, jetzt habe ich heute wieder einen richtig harten Rückschlag gehabt. Und wenn deine Mutter und dein Psychologe auch schon in die Richtung tendieren, nochmal in eine Klinik zu gehen, dann mach es. Ich würde dann auch sagen, mach es. Du hast eine Sehnsucht, du hast einen Traum. Du willst eine Ausbildung machen, du willst ein normales Leben führen. Du willst normal essen, was jeder Mensch verstehen kann. Und du hast ja schon so viel gekämpft. Das kannst du jetzt, gib bitte nicht auf in der jetzigen Phase. Wobei ich alles Verständnis der Welt habe, dass du heute fertig und am Boden liegst. Heute bist du am Ende, das weiß ich. Das ist mir klar. Das ist mir völlig klar. Wann ist der nächste Termin beim Psychologen? Mittwoch. Mittwoch. Das musst du jetzt durchhalten. Du musst du durchstehen. Und das wirst du auch schaffen. Du hast jetzt schon so viele Sachen immer wieder mal geschafft und es ist auch wieder rückfällig geworden. Okay. Aber irgendwann wirst du nicht mehr rückfällig werden und dann hast du es geschafft.
Und dann hast du es wirklich geschafft. Wenn man in so jungen Jahren schon so eine Tortur hinter sich macht, dann ist man auch gehärtet, wenn man erwachsener wird. Ich meine, die meisten Magersüchtigen gehen 3-4 Mal in die Klinik, ja, bevor sie es wirklich schaffen. Ja, siehst du, das weißt du auch. Genau, das ist auch noch ein Argument. Ja, aber ich bin 18, ich muss endlich mal anfangen, eine Ausbildung fertig zu machen. Weißt du, was ich gut finde? Dass du so einen Willen hast. Dass du sagst, Mensch, ich bin 18, ich will eine Ausbildung machen. Denk doch erstmal anders. Sag, ich bin 18 und habe 6 Jahre diese scheiß Krankheit. Ich muss mir jetzt erstmal die Kraft und die Stabilität holen, um dann meine Ausbildung zu machen. So muss es angehen. Wenn du aus der Klinik rauskommst, und das war eine gute Klinik, und du die Kraft hast, dann ist es doch alles viel klüger, so anzugehen. Also wenn du jetzt vielleicht eine Ausbildung angehst und du dann wieder rückfällig wirst und die Ausbildung dann hinwerfen musst. Vor allem, ich muss jetzt erstmal wieder auf ein normales Gewicht kommen irgendwie. Das, ja, ist das größte Problem. Ich weiß. Und das bist du ja noch gar nicht. Also überleg mal wirklich diese Option mit der Klinik. Ich fände das gut. Und ich sag dir, du machst so einen guten Eindruck auf mich. Du bist erst 18 Jahre alt und du hast 6 Jahre schlimme Jahre hinter dir. Aber du klingst alles andere als jemand, der aufgibt oder der wirklich resigniert. Das bist du nicht. Du bist heute fertig und heute hast du auch das Recht dafür, sauer auf dich zu sein und sauer auf die Welt. Aber nächste Woche sieht alles schon wieder anders aus. Besprich das mit deinem Psychologen, mit der Klinik. Ja. Meine Liebe, Christina, alles Liebe und alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ja. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, nochmal ein Hinweis auf Samstag, heute Samstag, morgen Samstag, 23.30 Uhr ist mein Promigast Sven Ottke, Boxweltmeister, 34 Profikämpfe, 34 Mal gewonnen. Und wenn ihr mit Sven Ottke sprechen wollt, mailt uns unter domian@wdr.de, 23.30 Uhr, WDR Fernsehen. Andreas ist hier. Andreas ist, wie alt ist Andreas? 39. Hallo Andreas. Ja, hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Und zwar mein Thema ist, meine Frau, die ist seit 9 Wochen in der psychiatrischen Klinik. Ja. Sehr schwere Depressionen. Zum ersten Mal in der Klinik? Zum ersten Mal, ja. Mhm. Und hat auch sehr starkes Verlangen nach Suizid. Mhm. Und ist sie freiwillig in die Klinik gegangen? Ich sag immer, sie ist freiwillig reingegangen. Den Schubs habe ich ihr wohl gegeben, weil ich gesagt habe, sie hat eine ganze Menge Alkohol konsumiert, ja, auf längere Zeit hinaus. Ja. Und ich habe gesagt, das geht einfach nicht so weiter. Mhm. Und sie möchte bitte zu unserem Hausarzt gehen. Mhm. Habe dann einen Termin gemacht. Dann hat sie erst gesagt, nee, also geht's so nicht. Mhm. Und dann habe ich eine Bekannte, keine gute Bekannte, keine schlechte Bekannte, also eine Bekannte, angerufen und habe ihr gesagt, hör mal, ruf sie an und sag ihr, entweder sie geht oder ich komme nicht wieder. Ah. Zu der Zeit hatte ich also noch eine Arbeit. Ja. Und dann hat sie auch angerufen und sie ist auch hingegangen. Mhm. Und hat bei dem Hausarzt dann gesagt, also mein Mann ist der Meinung, ich würde zu viel Alkohol konsumieren. Mhm. Und daraufhin hat er sie dann zu einem Psychiater geschickt, also einen Termin dafür gemacht und für die anonymen Alkoholiker. Ah, ja. Mhm. Dann war sie bei den anonymen Alkoholikern einmal und hat gesagt, pass mal auf, da gehöre ich nicht hin. Ja. Und dann, als der Tag da war, wo sie den Termin beim Psychiater hatte, hat sie den auch sehr freiwillig, wir hatten vorher noch was unternommen und dann sagte sie, denk dran, wir müssen dann und dann da sein. Mhm. Also war schon der Drang, richtig danach dahin zu kommen. Mhm. Und da hat sie dann nichts mehr gesagt, was mein Mann gesagt hat. Okay. Sie hat ein Alkoholproblem, sondern sie hat einfach gesagt, sie will nicht mehr. Jetzt. Und wenn sie es schafft, dann tut sie es. Ja. Jetzt ist sie seit 9 Wochen in der Psychiatrie. Ja. Kann man sie besuchen da? Ich besuche sie. Ja. Ich besuche sie 5-mal die Woche. 5-mal die Woche. Wie geht es ihr denn im Moment? Das ist eben mein Dingen eigentlich genauso wie am ersten Tag. Mhm. Sie sagt mir also immer wieder, es hat sich nichts geändert. Der Drang danach, sich was anzutun, ist da, der ist stark. Ja. Sie empfindet nichts für mich und nichts für die Kinder. Wie viele Kinder habt ihr? 3. 3 Kinder. Ja. Wie alt sind die Kinder? 8, 12 und 13. 8, 12 und 13. Also richtig, wo sie eigentlich die Mutter gut gebrauchen können. Genau. Und, genau. Und auch zwischendurch gefragt, wer kümmert sich jetzt im Moment um die Kinder? Ja, ich. Du. Du bist arbeitslos im Moment? Ich bin seit dem 2. Mai arbeitslos, ja. Lass mich noch mal ein bisschen noch mal zurückfragen.
diese Depression, also sie hat Alkohol getrunken, sehr viel Alkohol, sagst du? Ja. Und sie hatte schwere Depressionen. Genau. Wie lange geht denn das schon so? Tja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon sehr, sehr lange. Sehr lange. Und schleichend immer, immer stärker geworden. Genau, genau. Ich hätte eigentlich von mir aus viel eher schon mal sagen müssen, hallo, so geht's nicht. Nur ich bin halt der Meinung, da ich persönlich eigentlich ein sehr positiv denkender Mensch bin und eigentlich auch immer sage, wir sind erwachsen, wir sind für uns selber zuständig. Das ist schon eine schwer und ernstzunehmende Erkrankung, wenn jemand Depressionen hat. Ja. Da kann man so mit eigenem Willen gar nicht viel machen. Ja, richtig. Jetzt sehe ich das auch so. Ja, ja. Nur damals habe ich halt gedacht, wenn ich merke, mir geht's schlecht, weil ich bin halt so ein Mensch, ich rede dann darüber. Und das konnte meine Frau nie. Und da habe ich immer gedacht, sie muss ja von sich aus mal kommen. Wie viele Jahre seid ihr verheiratet? 14. 14 Jahre. Ja. Wenn du jetzt so grob sagen solltest, wie viele Jahre meinst du, wenn du es jetzt im Rückblick dir anschaust, wie viele Jahre hat sie das schon? 10. 10 Jahre. Ja. Ist damals irgendwas vorgefallen oder ist es einfach dann so gekommen? Sagen wir mal so, sie hat es eigentlich so nie leicht gehabt, schon vor unserer Ehe. Weiter und in unserer Ehe, sage ich einfach mal, haben wir es, ja gut, einfach so auch nicht rosig gehabt, sagen wir es mal so. Also es gab schon Probleme und wieder Belastung. Ja, so die normalen Probleme, die halt in der Ehe vorkommen und dann meine Mutter, die auch leider psychisch erkrankt ist, die und da kam meine Frau eine Zeit nicht mit klar und dieses alles. Aber also eine ganze Menge Belastungen schon im familiären Umfeld. Jetzt ist sie 9 Wochen in der Psychiatrie und sie sagt, mir geht's genauso wie vorher, nämlich mir geht's schlecht. Genau. Ich verspüre den Drang, mich selbst zu töten und ich empfinde nichts für dich, meinen Mann und auch für die Kinder nicht richtig mehr. Hast du denn den Eindruck, dass sie da in einer guten psychiatrischen Behandlung ist? Ja, also mir sagt man, da wo sie ist, das ist eine der besten. Hast du denn mit einem der Ärzte mal gesprochen? Das ist es. Ich habe auf meiner, also ich musste drauf zugehen und sagen, ich möchte jetzt das Gespräch. Und daraufhin habe ich dann einmal mit der Ärztin gesprochen und einmal, also bei diesem Gespräch haben wir dann gleich ein Gespräch ausgemacht, wo meine Frau dabei ist. Und ich vermisse eigentlich dieses, es sind immerhin 9 Wochen. Sie kennen, sie wissen, dass wir, also dass ich zu Hause bin mit den 3 Kindern, da vermisse ich eigentlich, dass der Arzt mal so nach 3 Wochen sagt, Mensch, wir müssen dem doch mal sagen, wie es ist. Wie, vor allen Dingen, wie er damit umzugehen hat. Sehe ich auch so. Nun gab es dieses eine Gespräch mit der Ärztin. Was hat die Ärztin dir denn gesagt? Ja, also, dass halt sie so schwere Depressionen hat und diese, sie fühlt nur eine Leere und Traurigkeit und dieses halt unheimlich lange braucht. Ich meine, da habe ich auch Verständnis für. Ich habe auch nie damit gerechnet, dass man mir in 4 Wochen eine neue Frau dahinstellt. Also, da habe ich mit Sicherheit nicht gedacht. Aber eben nach diesen 9 Wochen habe ich gedacht, dass irgendwo so anfängt, so eine gerade Linie zu gehen, dass sicherlich noch eine Leere oder eine Traurigkeit da ist. Gut, aber vielleicht sind 9 Wochen auch eine relativ kurze Zeit für so eine schwere Erkrankung, die fast 10 Jahre in deiner Frau wütet. Das kann gut, man. Ja, sicherlich. Gab es denn schon dieses Gespräch zu dritt, diese Ärztin, deine Frau und du? Ja. Und wie ist das ausgegangen? Ja, meine Frau war sehr abwesend. Sie war also, sie hat sich so gar nicht mit reinbezogen. Und dann hat meine Frau auch also vorher öfters geäußert, dass wir uns trennen. Also und das habe ich dann auch der Ärztin gesagt, dass sie sich also trennen möchte. Dann hat die Ärztin wohl zu mir gesagt, also durch diese schwere Depression ist es halt so, dass sie einfach dann sagt, so und jetzt Schluss, sagt sie, also sie hat dann auch zu meiner Frau gesagt, in dem Moment, in der Verfassung, wie sie zurzeit ist, würde sie über eine Trennung gar nicht nachdenken. Sicherlich sagt sie, sie sind ihr eigener Mensch, sie können es, aber sie ist halt der Meinung, dass diese schwere Depression sehr, sehr viel damit zu tun hat. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das auch ein Informationsmanko oder Defizit bei dir ist, woran nicht du schuld bist, sondern die behandelnden Ärzte.
Ich finde, wenn die das von sich aus schon nicht machen, dann würde ich das einfordern als Ehemann, dass du mehr Informationen bekommst, dass du einfach mehr eingebunden bist auch in die Therapie, dass du öfters mit den behandelnden Ärzten sprichst. Das würde ich erstmal fordern einfach. Ja, das werde ich jetzt auch machen, denn ich weiß gar nicht, wie ich selber mit dieser Sache umgehen soll. Ja, natürlich, weil das muss doch auch für die von Interesse sein. Denn sonst bist du doch auch immer irgendwie ein Störfaktor, wenn du da reinkommst und völlig hilflos da stehst und mit der Situation nicht umgehen kannst. Ja. Insofern ist es doch, da sagt doch jeder gesunde Menschenverstand, da muss man kein Psychiater für sein, dass natürlich der engste Mensch mit einbezogen sein muss in den therapeutischen Ablauf. Zumindest musst du informiert sein. Vielleicht dauert das noch mehrere Monate und man soll es dir genau erklären, was da gemacht wird, warum es so ist und was man macht und so weiter. Genau. Eben. Ob es überhaupt klug ist, dass du da fünfmal in der Woche hingehst, vielleicht ist das ja gar nicht klug. Das sollen die dir alles erklären. Richtig, das ist es ja auch, wo ich mir meine Gedanken drüber mache, ne? Und wo ich eigentlich dann auch irgendwo so dran zerfress, weil seit 9 Wochen nicht ein Körperkontakt ist, also sie nimmt weder meine Hand oder ich darf ihre Hand nehmen oder sonst was. Ja, vielleicht ist das aber auch ganz okay und ganz normal. Ja, nein, sicherlich von so her schon. Mhm. Nur eben, dass mir mal einer sagt, hören Sie mal, das ist einfach normal. Und nehmen Sie sich die Kraft und die Ruhe dazu. Mhm. Denn ich sage, man liegt abends im Bett und sagt so, sie hat keine Gefühle mehr für dich, wer weiß. Ja. 9 Wochen ist aber auch schon wieder so eine lange Zeit, die sie da ist. Vielleicht hat sie da einen anderen kennengelernt. Oder? Ja, das glaube ich zwar nicht, aber ich kann gut verstehen, dass du ja völlig hilflos bist und auch gar nicht weißt, was du machen sollst. Es ist eine sehr schöne Fügung. Ich habe ja jede Nacht einen anderen Psychologen hier. Und die Psychologin, die heute Nacht bei mir ist, die Magdalena, die hat lange in der Psychiatrie auch gearbeitet. Das heißt, das ist wirklich sehr optimal. Ich möchte, dass das Gespräch jetzt weitergeführt wird mit ihr. Dann kann sie dir das nämlich viel eingehender auch von der Insider-Sicht des Behandelnden und des Therapeuten erklären. Ja, das wäre natürlich prima. Das machen wir jetzt. Du legst auf und Magdalena ruft dich an. Ja, super. Alles Gute. Alles gleich. Danke. Tschüss. Herzlich. Tschüss. Conny. Hallo, Conny. Hallo. 47. Ja. Stimmt das? Ja. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Ja. Ich möchte zu dem gestrigen Thema etwas sagen. Ja. Und zwar war ja das Thema Tod. Ja. Ich bin Krankenschwester und ich habe viele Jahre auf Intensivstationen gearbeitet und wollte mal erzählen, wie belastend ist, aber auch zum Teil also war. Du hast in dieser Zeit ausschließlich auf der Intensivstation gearbeitet. Ja, ausschließlich. Das heißt, du bist konfrontiert worden wirklich mit sehr schwer kranken Menschen und oft genug mit dem Tod. Ja. Und wie viele Menschen sind in deiner Anwesenheit gestorben? Das kann ich nicht zählen. So viele sind es. Ja, das kann ich nicht zählen. Also ich habe an einer Universitätsklinik gearbeitet, einer sehr großen Universitätsklinik. Mhm. Wir haben ganz viele Patienten gehabt, die gestorben sind, die schwer verletzt waren, die gestorben sind. Ich habe diese 8 Jahre sehr gerne gearbeitet, aber ich musste dann aufhören. Ich habe dann gemerkt, dass ich das nicht mehr kann, dass ich nicht mehr Abstand gewann. Ach so, weil die seelische Belastung zu schwer war. Ja. Wobei man immer so sonst normalerweise denkt, dass nach einer gewissen Zeit eine professionelle Form des Umgehens mit dem Leid bei den Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, erfolgt. Das war bei dir aber nicht so. Also natürlich ist nach 8 Jahren ist natürlich eine Professionalität da gewesen. Mhm. Aber ich hatte das Gefühl nach diesen 8 Jahren, dass meine Schutzhülle anfängt zu bröseln. Das heißt, du hast viele Sachen mit nach Hause genommen. Ja, ich habe dann viele Sachen mit nach Hause genommen und wie gesagt, ich habe wirklich sehr gerne das getan und gearbeitet in dem Bereich, aber es war nachher einfach zu belasten. Kannst du sagen, was das Belastendste für dich war? Belastend waren von der Klientel junge Menschen, also wenn Jugendliche waren, das war also ganz, ganz, ganz belastend. Also ich habe Tage erlebt, wo ich meinetwegen zum Nachtdienst kam, wo meine Spätdienstkollegen mich heulend empfangen haben. Mhm. Weil im Spätdienst eine Situation war mit einem jungen Menschen, der gestorben ist, wo wo meine Kollegen geweint haben. Mhm. Also wo man schon hinkam und dachte, Gott, das ist wieder passiert. Mhm. Also
Was war, wenn, ich kann es gar nicht beantworten, bei der großen Anzahl von traurigen Vorfällen. Kannst du so einen besonders traurigen Fall nennen, der dir in Erinnerung ist? Ach Gott, das sind ganz viele. Ja, mir fällt ein junges Mädchen ein, die wegen Nervenstörung ist sie zum Arzt gegangen. Die hatte also Gefühlsstörungen gehabt. Und Muskelschwäche entwickelte sich dann. Und dann stellte sich raus, dass die eine Autoimmunerkrankung hat, die auf die Muskeln und Nerven geht, die aber so rasant verlaufen ist, dass diese junge Frau innerhalb von wenigen Tagen oder vielleicht Wochen, ich weiß es gar nicht mehr, also jedenfalls relativ kurze Zeit für diese Krankheit, verstorben ist. Bei euch auf der Intensivstation? Ja. Und die Eltern sind, das wurde dann den Eltern relativ bald gesagt, und die Eltern wollten die Klinik verklagen wegen falscher Diagnosestellung. Die konnten es nicht glauben. Und guck mal, das sind jetzt Jahre her, wo ich nicht mehr arbeite, und mir fallen ganz viele Patienten ein. Also jetzt, wo du mich danach gefragt hast. Warst du, zum Beispiel, lass uns mal bei dem einen Beispiel bleiben, warst du bei dem Mädchen, als es verstorben ist? Hast du daneben gestanden oder gesessen? Nein, das war in einer anderen Schicht, als das passiert ist. Aber du hast sicher viele auch direkt erlebt, ne, während sie gestorben sind. Bitte? Du hast sicher viele erlebt, auch bei dem Sterbevorgang, dass du direkt dabei warst. Ja, also wir haben auch, sofern es ging, muss man ja leider auf so einer Akutstation dazu sagen. Gestern erzählte jemand ja von einem Hospiz. Ja. Da habe ich gedacht, das ist natürlich wunderschön, so zu sterben. Auf einer Intensivstation ist es anders. Da kommen immer Akutpatienten. Wenn es möglich war, haben wir daneben gesessen und haben die Hand gehalten, wobei natürlich auch oft dramatisch wir natürlich dann auch Wiederbelebungsmaßnahmen in den meisten Fällen gestartet haben. Und das war dann so, dann auch so kam, so wir können jetzt nicht mehr. Wir haben bei jungen Menschen haben wir teilweise über 2 Stunden wiederbelebt, obwohl das Hirn nach kurzer Zeit eigentlich tot ist. Aber man hat dann die Zeit verlängert, in dem Hoffen und in dem Glauben, es ist ein junger Mensch, das kann sich regenerieren, auch wenn es Ertrinkungsunfälle waren. Mensch, da gibt es Vorfälle, wo Patienten nach einer Stunde wiedergekommen sind. Du bist nach 8 Jahren dann aus diesem Beruf rausgegangen. Nein, aus diesem Bereich. Aus diesem Bereich, aus der Krankenschwester bist du immer noch? Ja. Ja, ja. Wenn man so oft das mitbekommen hat, das Sterben und den Tod. Ich habe es gestern auch die Anruferin gefragt, die im Hospiz gearbeitet hat. Ja. Hat das eine Auswirkung auf dein Denken über deinen Tod und dein Sterben? Anders gefragt, hast du mehr Angst als früher vor dem Tod und dem Sterben? Nein, ich habe weniger Angst. Weniger Angst. Ja, ich habe weniger Angst, weil das Sterben, also ein Sterbevorgang an sich, wenn jemand jetzt an Krebs erkrankt ist, es ist jeden Tag ein bisschen mehr, wo jemand stirbt. Kommt jetzt einer mit einem Herzinfarkt ganz akut und stirbt innerhalb einer Stunde, ist es ja sehr dramatisch. Letztendlich ist meine Erfahrung, meine persönliche, dass der Moment des Todes ein ganz ruhiger, stiller Moment ist für den Patienten. Und das aus dieser Erfahrung, aus diesem Live-Miterleben, habe ich keine Angst, weil ich bin fest davon überzeugt, dass der Moment des Todes was ganz Ruhiges ist. Ja. Was hast du jetzt aus diesen 8 Jahren der Schwerstarbeit in der Intensivstation mit rübernehmen können an für dich wertvolle Erfahrung in deine jetzige Tätigkeit als, ich sag mal in Anführungszeichen, normale Krankenschwester? Eine gewisse Vorsicht, also man entwickelt oder man in solchen Bereichen entwickelt man einen 7. Sinn für etwas, was ansteht. Und heute ist es so, bei Patienten, wenn jemand mir beschreibt, ich arbeite in einer tageschirurgischen Klinik und alle gehen nach Hause, es stirbt bei uns keiner. Aber es natürlich, die haben wir auch damals Zwischenfälle, dass mal Herzprobleme, Atemprobleme, sonst irgendwas entsteht. Und da habe ich so ein Gespür, wenn mir ein Patient beschreibt, Mensch, irgendwie wird die Luft ein bisschen, ich weiß nicht, dann gehen bei mir alle Sirenen an. Und dann
gucke ich schon, wo ist ein Arzt, was könnte sein, wo ist das nächste Sauerstoffgerät. Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden. Ja, verstehe, ja. Conny, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke. Von Herzen alles Gute dir und weiterhin ein gutes Händchen bei deiner wichtigen Arbeit, die du auch jetzt ausübst. Alles Liebe, alles Gute. Okay, danke. Tschüss, Domian. Wiederhören, tschüss. Hier ist Gerrit. Gerrit ist 31 Jahre alt. Hallo, Gerrit. Gerrit hat aufgelegt. Oh, die Leitung ist eingebrochen. Dann machen wir weiter mit dem Chris. Und Chris ist 48 Jahre alt. Hallo Chris. Hallo Domian. Ja. Schönen guten Abend. Schönen guten Morgen vielmehr. Ja, und was geht's bei dir? Du hast eine tolle Sendung und schöne Grüße aus Gummersbach. Ach, aus Gummersbach. Schöne Grüße zurück nach Gummersbach. Dankeschön. Okay, es geht bei mir darum Folgendes. Ich bin 48 und ich habe bis zum heutigen Tag es leider noch nicht erlebt, dass eine Partnerin in der Lage war, mich zu einem sexuellen Höhepunkt zu bringen. Ach. Ja, das ist genau die Reaktion, die ich auch von Ärzten höre, vom Psychologen höre, genau, ach, wie viele Partnerinnen hattest du schon? Ich war 12 Jahre verheiratet zum Beispiel und im Anschluss an die 12 Jahre habe ich über 10 Jahre hier die Partnerin in Gummersbach gehabt. Ja. Wie viele Partnerinnen insgesamt? Oh, über den Daumen. 15. Ja. Aber nicht immer so als Lebenspartner, also mit Familie oder so. Ich verstehe. Alle 12 Jahre verheiratet und immerhin auch anderweitig Erfahrungen gesammelt. Und du mit keiner Partnerin zum Höhepunkt gekommen? Richtig. Aber mit dir selbst schon? Richtig. Wie sah denn dann zum Beispiel während der Ehezeit, wie sah denn eure Sexualität dann aus? 2-3 Mal im Jahr kam es dazu überhaupt erst. Den Rest hat die Partnerin da nicht zugelassen gehabt. Ich will sie jetzt nicht an Pranger stellen, aber... Mhm. Aber was heißt das? Du bist erregt, du hast einen erregten Penis. Richtig. Und es funktioniert auch, der Geschlechtsakt funktioniert auch. Normal, genau. Normal, aber das könnte endlos dauern. Du kommst viel zu lange, genau. Du kommst nicht zum Orgasmus. Eben, der letzte Kick, der fehlt dann irgendwo. Hm. Funktioniert es denn, wenn die Frau das mit der Hand dir gemacht hat zum Beispiel? Nee, die Alternativmethoden, ob das nun anal oder oral oder manuell, das funktioniert alles nicht. Alles nicht? Alles nicht. Es funktioniert nur, wenn du selbst Hand anlegst. Mhm. Auch wenn ich Pause mache, sag ich mal, dass dann ein bisschen 4 Wochen oder 6 Wochen gar nicht mit mir mache oder so, ne? Ja. Das geht auch nicht. Ja, das heißt, im ersten Moment müssen die Frauen ja gesagt haben, super, der kann lange und der ist ausdauernd, aber irgendwann war es denen dann auch, hat's denen dann auch gelangt. Eben. Das ist ja wirklich unglaublich, 48 Jahre und noch kein einziges Mal, auch nicht als Jugendlicher früher. Als Jugendlicher, also es am allerersten Mal. Da war ich 14 seinerzeit. Mhm, da war es also schon fast zu schnell, sage ich mal. Mhm, ja. Aber ab dem Zeitpunkt nie wieder. Aber das ist ja so klar irgendwie, dass es da eindeutig um eine ganz gravierende, große psychische Blockade geht. Es ist halt nichts Körperliches. Du funktionierst ja einwandfrei offensichtlich. Ja, deswegen war ich ja auch in den letzten Jahren bei diversen Psychologen schon in der Richtung. Ja. Aber es gibt keinen Psychologen, die sich also rein mit der Sexualität auskennen. Gibt's schon. Vielleicht nicht in Gummersbach, aber. Nee, das ist schon klar. Gibt's schon. Es gibt Sexualtherapeuten, natürlich. Ja. Nur ich habe bislang noch niemanden, außer jetzt mal dem Herrn Moch, sag ich mal, der ist um Geschlechtsumwandlung und solche Sachen da Bescheid weiß in Düsseldorf. Ja, den kenne ich noch nicht, aber egal. Ja, aber ansonsten habe ich da keine kompetenten Personen bislang vor der Nase gehabt. Aber du bist so drauf, dass du auch sagen würdest, ich bin da völlig offen und suche einfach Hilfe und ich rede auch mit jedem, wo ich Hoffnung habe, da was zu finden. Richtig. Also, da muss jemand zu finden sein, sage ich dir. Wirklich. Ja, außerdem wohnst du in der Nähe von einer sehr großen Metropole von Köln, Köln-Bonner Raum. Hier gibt es sehr viele hochspezialisierte Leute. Da werden wir gleich mal gucken, ob wir denn nicht da wirklich behilflich sein können. Das wäre schon toll. Bist du im Moment eigentlich auch in einer Partnerschaft? Nicht direkt. Also sie ist jetzt im März diesen Jahres, ist die Freundin oder Partnerin weggezogen, in eine eigene Wohnung gezogen. Mhm. Ich habe aber ein quasi Verhältnis seit Ende letzten Jahres. Jetzt muss ich mal was detailliert Intimes noch fragen. Wenn das nicht so geklappt hat mit den Frauen, aber es immer von eigener Hand funktioniert, dass du zum Orgasmus kommst, hätte man da nicht irgendwie so einen Mittelweg finden können, dass du es dir dann selbst in Anwesenheit der Frau, in der Nähe der Frau irgendwie so dann doch machst und dass du zum Orgasmus kommst? Ja, das kann ich doch. Das ist doch nicht das Problem. Das ist dann auch passiert? Ja, ja. Das heißt, hat mir ja seinerzeit Viagra verschrieben, in der Hoffnung, dass es also irgendwie eine Abkürzung als Nebenwirkung von Viagra geben könnte oder so vom Urologen. Ja gut, da hast du ja noch, bist ja noch ausdauernder. Eben. Ja. Nein, ich meine, dass du dann durch die eigene Hand quasi schon im sexuellen Akt mit der Frau doch zum Orgasmus kommst.
im Klartext, dass du dir vor der Frau einen runterholst. Meine, ja, hast du das kein gemacht? Kein Problem. Ja, das ja. Nö, kein Problem. Ja. Also, pass auf, wir machen Folgendes. Wir rufen dich jetzt gleich mal an, nochmal zurück, und dann werden wir mal hier in unseren schlauen Büchern und in unsere Unterlagen gucken, ob wir dir nicht behilflich sein können. Ich bin fast sicher. Das wäre klasse, Domian. So, lieber Chris, alles Gute und schöne Grüße nach Gummersbach. Dankeschön. Tschüss. Ich schicke das aus. Jo, tschö. So, meine Lieben, ich bedanke mich bei meinen Leuten, bei meinem Team, bei Uli Kapp, bei Katrin Paulsen, Roland Lohr, Malte Emels, Christian Großpitz, Heinrich Stanzig, Florian Jocham, Magdalena Groß. So, morgen sind wir wieder da. Das heißt, jetzt heute am Samstag um 23.30 Uhr mit meinem Promi-Gast, mit dem Box-Weltmeister Sven Ottke. Und wenn ihr gerne mit Sven Ottke euch auch unterhalten wollt, dann mailt uns unter domian@wdr.de. Die Sendung beginnt um 23.30 Uhr hier im WDR Fernsehen. Das ist dann unsere letzte Sendung vor der Sommerpause und wir sind dann Ende August, Anfang September, ich weiß es gar nicht ganz genau, wieder da. Aber morgen nochmal in voller Kraft mit Sven Ottke, 23.30 Uhr. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht, eine Restnacht, eine resttropische Nacht und sagt Tschüss. Und bye bye. Bis morgen. Bye bye.